Hallo und herzlich willkommen zur Spoiler-Alarm-Edition Eid der Wächter, Oath of the Gatewatch für den Spielraum Wien. Mein Name ist Christopher Postel, wie immer bei mir Patrick Portele. Servus. Und wir dürfen euch heute wieder die wichtigsten Karten, die neuen Mechaniken und die Edition im Gesamtüberblick zeigen. Genau, ja, das Ganze in 7 Teilen. Erster Teil jetzt farblos und zuerst einmal wie immer kurz erklärt, was gibt es für Mechaniken. Also ein ganz großes Thema in der Edition ist eben farblos, das ist ja... haben vielleicht eh schon viele mitgekriegt, im Colorless, es gibt ein neues Colorless-Symbol. Ja, genau. Oder es gibt ein Colorless-Symbol jetzt, neu ist es ja nicht sozusagen. Nein, es hat es Colorless hat keins gegeben in dieser Form. Es hat keines gegeben, ja, das genau. Ist mehr oder weniger das neue Basic Land, das sie uns versprochen haben schon vor längerer Zeit. Ja, es ist jetzt eben unterteilt zwischen farblosen Mana und generischen Mana und farbloses Mana hat eben jetzt ein eigenes Symbol bekommen und das wird auch in vielen Karten und Fähigkeiten verwendet, das ist eine Neuerung. Eine neue Ability ist Kohort oder Mitstreiter. Das ist eine Ally-Ability. Das sagt immer, tappe diese Kreatur und einen anderen ungetappten Ally, um eine Fähigkeit auszulösen. Das ist relativ straightforward. Dann gibt es Support oder Beistand. Das ist immer Beistand X. Das X ist eine Zahl. Und dann heißt, lege eine 1+1 Marke auf bis zu X andere Kreaturen. Das heißt aber, muss man jetzt aufpassen, als erstes, man darf sich auf die eigene legen, also wenn jetzt eine Kreatur Beistand 2 hat, darf man es nicht auf sich selber legen, weil es darf man auf andere legen und du darfst nur jeweils eine Marke auf eine Kreatur legen. Das heißt, du kannst nicht zwei Marken auf eine Kreatur legen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Ally-Typen oder einen Typen spielst, der Beistand 2 hat und du hast nur eine andere Kreatur, dann kannst du auch nur eine 1+1 Marke verlegen und die zweite Marke hast du halt in die Haare geschmiert, weil der Beistand nicht so gut ist, aber dafür kannst du auch theoretisch spielen, wenn du keine Kreatur hast, weil es eben bis zu ist. Auch eine neue Fähigkeit ist Surge oder Schwall. Da steht danach immer ein Mana-Kosten dann. Das sagt nichts anderes, als wenn du einen Spruch diese Runde schon gespielt hast oder ein Teamkollege von dir, das ist wahrscheinlich besonders interessant für Tour the Giant, dann kannst du diesen Spruch um die Schwallkosten spielen. Dann ist er entweder viel günstiger oder macht noch was zusätzlich. Oder beides. Dann, was wieder gibt natürlich, ist die Void, die Fahlabilität, die wir schon aus dem vorigen Set kennen, also einfach, dass die Dinge farblos sind. Und was auch witzigerweise wieder dabei ist bei ein, zwei Kreaturen, ist Prowess, also die Bravour-Ability von Khans of Tarkir Block. Jo, das sind neue Ability. Das ganze Set hat 184 Karten und wir werden wie immer alle Rare for Mystics machen, Mythics, und ein paar ausgesuchte Commons und Uncommons. Ja, was man noch dazu sagen muss, das war auch, was Wizard in einer Ausschreibung mitgeteilt hat, es gibt mehr Rare-Karten und sehr viele Eldrazi sind eben in diesem Rare-Slot, damit das Eldrazi-Draften nicht so ein riesiges Problem wird, dass es halt nicht 5 Leute gibt, die auf Eldrazi draften, weil es eben nur in den Rare-Slots diese Power-Karten gibt und in den Uncommon- und Common-Karten eben nicht diese Eldrazi-Power, die es sonst gibt. Also es wird auf den Draft-Tischen wahrscheinlich 1 bis 2 Eldrazi-Decks geben. Und nicht vier, ja. Was man auch dazu sagen soll, muss dadurch, dass halt eben diese Waste, die jetzt wichtig sind, also dieses Waste-Mana oder halt das Colorless-Mana einfach, gibt es eben die Waste-Basics und die sind doppelt so oft wie normale Commons in dem Booster, sodass man eben bei Draft oder Sealed auch genug Wastes hat, um auch ein Deck zu bauen, was dann halt das unterstützt. Man muss natürlich dann dementsprechend die Wastes auch picken. Man muss sie picken, man kriegt sie nicht das normale Basic Land. Also Piana kriegt man immer so viel man möchte, aber Wastes muss man gepickt haben. Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich mit unseren Eldrazi. Der erste, ein 7-Mana Eldrazi, der hat eben das neue Waste-Symbol. Ja, das haben die jetzt farblosen Kreaturen jetzt alle sozusagen. Also ein Waste, 6 generisch. 8-8. Der Formenttäuscher und sagt, decke zu Beginn des Kampfes in deinem Zug die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Falls auf diese Weise eine Kreaturenkarte aufgedeckt wird, kannst du Kreaturen, die du kontrollierst, außer dem Formenttäuscher bis zum Ende des Zuges zu Kopien der aufgedeckten Karte werden lassen. Du kannst die Karte unter deine Bibliothek legen. Also das ist eine ziemlich interessante Karte eigentlich. Ja, weil wenn du einen Ulamog aufdeckst und werden auf einmal alle deine Eldrazi-Spawns Ulamogs. Genau, dann ist wahrscheinlich schnell vorbei. Ja, genau, für das ist es, glaube ich. Wenn du halt viele Eldrazi-Spawns hast und dann halt irgendwas Fetteres aufdeckst, ist es halt cool. Ist cool. Selber ist eine 7-Mana 8-8, das ist halt auch vom Preis her sehr fair. Okay, ja. Und die Fähigkeit, wenn du einen Schaß aufdeckst, dass du das runtergeben kannst, ist halt auch ganz nett. Ja. In Summe würde ich sagen, nett, aber sicher nicht. Du kannst die Karte natürlich auch ziehen, ja. Du kannst die Karte natürlich auch ziehen, ja, im nächsten Zug ist eh klar. Ja,
Es ist. Achso, also, entschuldige, zu Beginn des Kampfes. Ja. Aber. Das ist ein Pseudo-Scry eigentlich. Genau, es ist ein Scry dabei. Auch noch, also ein Gratis-Scry auch. Wenn es aber nur eine Kreatur ist, das heißt, ja, genau. Du kannst, wenn es da jetzt ein Land ist, aufdeckt, dann ziehst du halt auch ein Land, dass der Pech gehabt. Ja. Und dadurch, dass es zum Beginn des Kampfes ist, also nein, das Beginn des Kampfes, das ist vor der Glare-Tacker. Das heißt, du kannst zuerst schauen, was du kriegst, bevor du deine 1-1 ins Verderben rennen lässt. Mhm. Ja, das ist nicht. Also, wenn es das Eldrazi-Deck gibt, mit viel Spawns, kann der ganz cool sein. Ja, in dem Limited ist es sicher sehr cool, weil... Also im Limited ist er selber schon stark, weil 8-8 einfach für 7 Mana... Ja, aber er hat halt keine Invasion, das heißt, er wird von jedem Ranzi-Bären totgeblockt. Oder halt nicht totgeblockt, aber geblockt zumindest. Aber wenn halt deine ganzen Spawns oder deine ganzen kleinen Kreaturen dann auf einmal viel besser sind, ist halt schon cool. Mhm. Ja, muss man schauen. Also das ist eine Karte, die traue ich mir nicht wirklich zu evaluieren derzeit. Ja, wie gesagt... Ob da was kommt oder nicht. Okay, aber ich glaube nicht, dass er jetzt super broken ist. Na gut, schauen wir den nächsten an. Der Eldrazi-Nachahmer. Für 2 Mana ein 2-1er. Immer wenn eine andere farblose Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du die Basisstärke und Widerstandskraft des Eldrazi-Nachahmers bis zum Ende des Zuges in die Stärke und Widerstandskraft dieser Kreatur ändern. Mhm. Also der ist eigentlich ganz lustig, finde ich, weil du hast für 2 Mana hast du ein 2-1er, das ist okay. Der blockt halt einmal, der überlebt halt einmal und wenn du ihn halt später ziehst und eine andere Karte hinter ihm herspielst, ist er mal einen Zug dick, obwohl du das eigentlich nur offensiv nutzen kannst. Warum ist er dick? Weil er die Stärke und Widerstandskraft eines anderen Eldrazis annimmt, wenn du einen anderen Eldrazi spielst. Ah ja, okay. Ich habe das immer falsch verstanden, ja. Nein, aber gut, darum sitzt man ja heute da. Gut, dass du mir das erklärst. Ja, nein. Ja, kann sein, dass da halt ein bisschen besser wird dann, ja. Für 2 Mann eine 2-1 allein ist halt sehr unterwältigend eigentlich. Ja. Aber natürlich, wenn es dann auf einmal eine 8-8 hast, am Zug früher mit erst angreifen kannst, ist es wiederum sehr fair. Genau. Er übernimmt halt nicht die Abilities, was schade ist, aber er kriegt halt... Er kriegt wenigstens Power und Toughness, was halt fürs ins Gesicht steigen schon ganz gut ist. Ja. Gut. Nächste Karte. Und das ist, glaube ich, kein Sleeper, weil der ist einfach super stark. Ja, du stehst dich voll auf den. Der Todbringer, Deathbringer für 6, ein Waste 5 generisch, 5-5. Und aufpassen. Enttappe den Todbringer während des Enttapp-Segments jedes anderen Spielers. Und wenn man ihn tappt, fügt er einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl einen Schadenspunkt. Ein Waste zum Tappen, eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht angreifen oder blocken. Und 2 Waste zum Tappen, ziehe eine Karte. Also wenn das keine Powercard ist, weiß ich nicht. Ja. Ich habe schon ein bisschen hier auch drüber gesprochen, wegen dem Eldrazi-Deck in Modern. Mhm. Und die Karte ist dort effektiv drinnen. Also ganz sicher kriegt das Eldrazi-Deck durch die Karte auch einen Push und durch die nächste Karte, die wir dann gleich besprechen. Ja, also natürlich... Es sind 3 Abilities, die gut sind. Ja, ich meine, den Schadenspunkt schießen, das ist noch, sage ich mal, das Schlechteste. Aber dadurch, dass wenn du auch nur pro Turn 2 Karten mit ihm ziehen kannst, für 4 Mana, oder halt 2 Mana pro Karte, ist es schon sehr gut. Und wenn du ihn halt verwendest, damit deine fetteste Kreatur angreifen kann, weil der Gegner nicht blocken kann, und dann im nächsten Zug noch eine Karte auch ziehst. Ja. Und selber hat er natürlich mit 5-5, ist er... stark genug, ist er gut, ja. Dass er nicht sofort umfällt. Wobei man muss denken, in Modern kann man ihm eben mit Eldrazi Temple Turn 3 legen. Ja. Im besten Fall, ja. Wir gehen jetzt nur vom besten Fall aus. Ansonsten ist er Turn 4 genauso gut. Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ja, Turn 3 ist das früheste. Ja. Mhm. Also, Hammerkarte. Ich glaube, der wird gut, den kann man auch sicher in Standard spielen. Nein, der hat 3 gute Fähigkeiten, wie gesagt, hat mit 6 Mana 5-5 ist die Stats okay. Jetzt nicht bonkers, aber ist okay. Er ist halt noch immer zu dismembern, was ihn, glaube ich, gerade mal noch, was ihn davon abhält, dass er nicht super unfair, mega unfair ist, weil wenn er 5-6 wäre, glaube ich, wäre das ja, genau das Ätzel. Wenn er Sour Stats hätte mit 5-8, dann wäre er überhaupt. Na gut, dann wäre er ganz gut, way off. Wir wollen es nicht übertreiben. Ja. Gut, auf jeden Fall sind wir uns einig, dass die Karte gut ist. Die ist gut, sehr gut. Da sind wir uns einig. Bist zufrieden, wenn ich mit dir beeinstehe. Absolut. Schauen wir zur nächsten Karte, und zwar das ist eine der Coverkarten. Ja, die erste gespoilte auch war das. Kozilek, Verzerrung der Realität für Doppel-Wastes, 8 Mana, also 10 Mana insgesamt, ein 12-12er, legendärer Kreatur, einer der 3 Eldrazi-Titans, eh klar.
Wenn du Kozilek Verzerrung der Realität wirkst und falls du weniger als 7 Karten auf deiner Hand hast, ziehe so viele Karten, wie die Differenz beträgt. Dann ist er selber bedrohlich, ganz klar, mit 12-12, wer will blocken? Und alle auf einmal. Wirf eine Karte mit umgewandelten Mana-Kosten von X ab, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von X. Ja. Das Erste, was ich sagen will, das ist kein Comes-into-Play-Effekt, aufpassen, sondern das ist ein, wenn du ihn wirkst. Ja, genauso wie bei Ulamog halt auch. Genau. Das heißt, man kann ihn sozusagen auch countern, und also wenn er sogar, wenn er gecountert wird, passiert dasselbe. Passiert sozusagen. Das trotzdem, genau. Ja. Ja, für 10 Mana muss er stark sein, sage ich jetzt einmal. Das ist er natürlich auch. Mhm. Diese Counter-Ability zum Schluss finde ich gut, auch wenn ein bisschen komisch. Ja, ich finde es auch ein bisschen out of place eigentlich, ja, das genau. Ganze. Aber weil ich verstehe nicht, warum er das kann. Das ist, also, ja. Weil er die Realität verzerrt. Ja, wahrscheinlich. Aber natürlich ist es nett, wenn man ihn zum Beispiel vor einem Removal beschützen kann, weil man halt dann den 2-Mana-Spell reinpitcht und er dann halt nicht am Removal stirbt. Ja, also. Und das ist halt schon, dann ist er natürlich gleich noch ein Stück unfairer. Ja, das ist halt die zweite Karte, die ich halt im Modern Eldrazi-Deck sehe, weil derzeit gibt's die Listen spielen halt alle 2 Ulamog. Mhm. Und ich glaube, dass es ein Split auf Ulamog-Kozilek wird. Okay. Weil es einfach... Ich glaube, den kann man nicht ignorieren, auch gerade Modern nicht. Ja. Okay. Mit der Countability und das Deck, oder egal welche Variante man spielt, Modern ist ein Format mit vielen Removal-Spells, die halt wenig kosten. Und die Countability ist da halt auch gerade, ja, echt stark. Ich glaube einfach, das Kartenziehen ist es in Wirklichkeit, das ihn halt spielbar macht, weil dadurch, dass er halt nicht unzerstörbar ist, ist halt für 10 Mana schon ein fettes Investment. Der Ulamog ist ja wenigstens unkaputtbar, mehr oder minder. Ja. Aber das Kartenziehen ist halt wirklich gut, ja. Ja. Auch eine sehr geile Karte eigentlich. Ja. Patrick und ich sind halt in guter Stimmung zusammen. Na, schauen wir mal. Schauen wir die nächste Karte an. Der Materie-Umformer, ein Waste 2 Mana, ein 3-2er. Wenn der Materie-Umformer stirbt, deckt die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Du kannst diese Karte ins Spiel bringen, falls es eine bleibende Karte mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger ist. Und ansonsten nimmst du die Karte auf die Hand. Mhm. Also für 3 Mana cycelt sich selber oder bringt etwas ins Spiel, wenn er stirbt. Genau, und also ist eine 3-2. Ich habe den auf meiner Liste von Karten, die ich auf jeden Fall testen werde. Genau, also okay. Für Standard, glaube ich, ist der gut genug. Ich glaube, dass der für Standard echt gut für ist. Für Modern ist es, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Ich meine, er ist noch, ja, wie gesagt, er ist halt für 3 Mana eine 3-2, die sich selber ersetzt. Also in jedem Fall, sei es ein Card Draw oder ein neues Permanent. Also das ist sicher eine coole Karte. Ja, das ist halt auch so, ich wiederhole mich, aber den könnte man halt auch in dem Eldrazi-Deck, weil du halt in den Low Drops wirklich nur den Wasteland Strangler hast mit schwarz 2 Farblose. Mhm. Und der hört sich halt wirklich gut an. Einfach, du wirst weniger die Permanents ins Spiel bringen. Ja. Ja, wobei, ich meine... Aber du kannst natürlich auch... Für 3 Mana... Ja, ich meine, er jump-blockt vielleicht einmal ganz nett gegen ein anderes aggressives Deck, ja, aber selber willst du doch in dem Deck das Fett ins Spiel bringen und kein 3-2er. Ja, sicher, aber du willst halt überleben auch. Natürlich. Ist ab und zu ganz angenehm. Man muss halt auch sagen, dass er eigentlich auch ein Land ins Spiel bringt. Genau. Also er kann dich auch Pseudo-Rampen. Er kann dich auch Pseudo-Rampen, ja. Also schlecht auch sicher nicht, für Standard glaube ich ganz gut. Ja, für Standard finde ich ihn, glaube ich, also wird er, glaube ich, gespielt. Für Modern sehe ich es persönlich nicht so. Schauen wir mal. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Eldrazi. Auch gut fürs Modern Eldrazi-Deck. Also man hat jetzt so viele Möglichkeiten. Der Realitätsbrecher für einen Waste 4 Farblose, ein 5-5er Trample Haste. Mhm. Und aufpassen. Obacht, immer wenn der Realitätsbrecher das Ziel eines Zauberspruches wird, den ein Gegner kontrolliert, neutralisiere diesen Zauberspruch, falls sein Beherrscher nicht eine Karte abwirft. Das heißt, das ist ein eingebautes 2-for-1. Ja. Außer man hat das Mars Removal und nimmt halt noch Sachen mit, aber fuha. Fuha? Ja. Ja, ich meine, 5 Mana, 5-5 Trample Haste wäre schon ziemlich fair. Ist okay, ja. Absolut. Und dann, dass man sagt, man muss eine Karte pitchen ist schon ziemlich heftig, ja. Und das Gute ist, man kann ihn halt selber pumpen und muss nicht abwerfen, weil es halt nur auf den Gegner ist. Genau, und der Gegner kann auch nicht, wenn seine letzte Handkarte das Removal ist, dann kann er sich am Bauch picken, weil er muss eine discarden, sonst wird es halt gecountert und das macht es halt gleich noch ein Stück besser, weil viele dieser Effekte kannst du halt so, oh, ich habe keine Hand, Pech gehabt, aber ja. Das ist halt dann nicht der Fall. Also
finde ich auch echt gut. Wirklich. Also das ganze Eldrazi-Deck kriegt so einen Push. Mhm. Nicht nur in Modern halt, wo ich selber schon probiert habe und macht halt so auch schon Spaß, sondern ich glaube auch, dass das halt in Standard ein Roleplayer wird. Ja, ich glaube auch, dass das jetzt ein Spur mehr gepusht ist, wobei natürlich die Mana-Bases in Modern schon um einiges sexier sind. Als ja, weil du einfach auch den Eldrazi-Tempel und Eye of Ugin hast. Genau. Ganz klar. Gut, schauen wir zum Eldrazi-Removal. Mhm. Ein Waste, ein Farblos, ein Instant, ein Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl erhält +3/-3 bis zum Ende des Zuges. Ja. Also ich sehe das jetzt gar nicht als Pump-Effekt, ich sehe das eigentlich fast nur als Removal. Ja, also es ist halt genau dasselbe, was Nameless Inversion war. Wenn man da, wer das noch gekannt hat, das war halt schwarz und ein farbloses. Ist halt ein Spontanzauber, ist auch der erste Ankommen, den wir sprechen, ist sicher super solide. Ist nämlich oftmals das Removal, oder sagen wir in den meisten Fällen, aber wenn du halt den 4-Power-Kreatur hast und du dann auf einmal 3 Schaden mehr machst, die er nicht erwartet hat, ist es halt auch immer sehr, sehr gut. Ja. Also, glaube ich, wird halt sicher gespielt werden und deswegen auch, ja, auch eine Erwähnung wert. Ja. Natürlich. Schauen wir weiter. Mhm. Noch eine tolle Eldrazi-Karte. Seher der Gedankenlehre. Ja. Für 4 Mana ein Waste, 3 Farblos, ein 4-4er. Wenn er ins Spiel kommt, zeigt dein Gegner deiner Wahl die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst eine Karte davon, die kein Land ist und schickst sie ins Exil. Und wenn der Seher der Gedankenlehrer das Spiel verlässt, zieht ein Gegner deiner Wahl eine Karte. Ja. Also das ist ein Vendilion-Click-ähnlicher Effekt. Ja, es ist besser als die Vendilion-Click eigentlich vom Effekt her, weil er die Karte nicht sofort zieht, sondern der muss halt zuerst mal die Kreatur handeln und die Karte ist im Exil und er kann sie nicht wiederkriegen. Ja. Weil oft legst du sie halt unter, er hat einen Shuffle-Effekt und kann es dann theoretisch wieder ziehen. Das kann jetzt nicht passieren. Dafür hat es halt nicht Flash und nicht Flying. Dafür ist halt dafür eine 4-4, was schon ein bisschen besser ist als eine 3-1. Mhm. Ob es jetzt wirklich die Click ersetzt? Nein, also ersetzen glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nein, aber ich sage nur, wenn die Link-Click ähnlicher Effekt. Genau, es gibt aber genug Leute, die das auch in Modern schon sehen, diese Karte, weil sie halt der Click-Effekt halt schon sehr gut ist und der Buddy ist halt auch nicht zu verachten mit für 4 Mana. Ja. Und man muss halt bedenken, dass es wieder das Prowess auch bedient. Das Prowess nicht, die Prozessor, die Eldrazi-Prozessor. Genau, es bedient die halt Prozessor. Vom Exil die Karten wieder verwerten. Ist auch der einzige Nachteil sozusagen, weil wenn er die Karte nicht ziehen würde, wenn er stirbt, sondern die Karte zurück, die ins Exil geschickt wurde, wieder zurückkriegen würde, und man hätte sie vorher prozessiert, hätte man ihn ja doppelt geownt. Ja. Aber so geht das halt nicht. Gut, dann haben wir noch eine Karte und zwar auch noch ein Eldrazi-Spontanzauber. Mhm. Verzerrendes Geheul, Entschuldigung, für ein farblos, also für ein Waste, ein generisches Mana. Ich glaube, so ist die korrekte Mana-Bezeichnung. Ja. Bestimme eines, schicke eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke oder Widerstandskraft 1 oder weniger ins Exil, neutralisiere eine Hexerei deiner Wahl oder bringe einen 1-1 farblosen Eldrazi Brute Kreaturen Spielstein ins Spiel, den man eben wieder für ein Waste Mana opfern kann. Genau. Weil es halt ein Charm ist, mehr oder minder, halt mit 3 Fähigkeiten, ist es glaube ich, wird es schon gespielt werden, auch wenn alle 3 Fähigkeiten jetzt nicht überragend sind. Ja, die Sorcery-Countern ist gut. Sorcery-Countern ist okay, ja. Die Kreatur mit Widerstandsstärke oder Widerstandskraft 1 wegzukriegen, ist auch sehr gut, weil da gibt es doch sehr viele in Wirklichkeit. Naja, ja, es gibt halt Jace auf jeden Fall. Genau. Abbot of Carol Keep, du hast Monastery Mentor, könntest abräumen, du könntest ihm viele... Nein, Monastery Mentor ist 2-2. Swift Spear, Entschuldigung, ja, 1-2. Also es gibt genug Targets, die du damit abräumen kannst, vor allem auch von diesen ganzen Utility-Kreaturen. Ja, also hat schon seine Berechtigung, ist halt sicher nie ein Vorwurf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, absolut nicht. Aber es ist halt prinzipiell ein Charm, universell einsetzbar und ich das kann man auch durchaus im Sideboard sehen, wenn ich sage... Ja, ist sicher. Und im Endeffekt, wenn es schlecht ist, machst du dir einen 1-1er-Blocker. Ja. Die Sache ist halt, die wäre das, bevor es die Wastes gegeben hätte, hätte ich gesagt, das wird man in sehr vielen Decks einfach als One-Off sehen, aber dadurch, dass man halt jetzt die Mana-Bases mit Wastes im Hinterkopf bauen muss, ist es halt nicht mehr ein Auto-Include, ja. Weil sonst wäre es, glaube ich, eine Karte, die man einfach in vielen Decks als One-Off sehen würde, einfach weil es halt gratis ist sozusagen und viele Modi hat, aber mit Wastes ist es halt nicht mehr gratis, muss man auch dazu sagen. Ja, ja, prinzipiell, also, ich weiß, die letzte Karte von unseren farblosen Eldrazi-Spells. Ja, so, heute schon wieder vorbei. Das heißt, wir sind für heute eigentlich schon wieder fertig. Allgemein, glaube ich, echt coole Sachen dabei diesmal. Mhm.
Also ich sehe potenziell das Eldrazi-Deck. Wie siehst du das? Also in Modern ist es ja schon ein Thema. In Legacy sehe ich es nie sozusagen, weil das Format ist zu schnell. In Standard glaube ich, dass es sich mehr etablieren wird, beziehungsweise es abseits von Ramp, weil ich meine, Ramp ist ja wirklich das schnellste Eldrazi-Deck. Ja, aber das ist halt, da spielt man halt Ugins und Ulamox und genau, das war's. Und das war's, aber das ist halt im Endeffekt das Eldrazi-Deck, ja. Und ich glaube halt, dass es ein Eldrazi-Deck geben wird, was abseits diesem ganzen existieren wird, also eben ein auch echtes ein echtes auch im, mit die 5-8er. Mit Oblivion Sauer. Super Karte, wunderschön. Und ich glaube auch, dass die mehr jetzt anziehen werden mit den anderen Karten. Gut, dann euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zum nächsten Teil von Alter Wächter, und zwar besprechen wir die weißen Karten. Yep. Ihr könnt wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Ihr könnt uns natürlich auch direkt im Shop ansprechen. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao. Zweiter Teil? Sofort. Ich will nur das sehen, weil es genau am Keks, wenn ich das nicht sehe, wie die Aufnahme rennt.